Hallo und willkommen zurück zu Sanctum 2 am nächsten Tage in den Slums. Ja. Oh Gott, ich bin Was nicht dein bereit Herz hier? Okay, gib mir eine Sekunde. Oh, ich werd verrückt. Leute, schaut euch das Riesenteil mal an. Ich weiß, dass du mit meinem besonderes, was? Radikalen Plan einverstanden warst, Hawk, aber. Schwamm drüber, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Deine Blaupausen waren sehr hilfreich. Alles, was fehlt, ist nur noch genug Kernenergie und es ist einsatzbereit. Also es wurde bisher, glaube ich, nie irgendwo storymäßig geschrieben, aber ich nehme an, die Kerne versorgen unsere Türme mit Energie. Das ergäbe Sinn. Alles klar, dann machen wir uns mal auf durch die Slums. Neuer Lumen-Typ entdeckt. Das ist nicht gut. Oh, das ist schon ein Spoilerbild. Was zum Henker ist das? Das frage ich mich auch, was ist das? Simo, analysiere bitte diese organische Probe. Mutierte Spezies, ursprünglich Homo sapiens. Es wurde eine enorm hohe Menge von Sporen ausgesetzt. Es mutiert sehr schnell. Dann sollten wir damit rechnen, mehr mutierte Menschen zu begegnen. Ich wette, es ist der Riese, der dies verursacht. Was, wenn alle mutieren? Wir sind doch keine Mörder. Ja, es sind jetzt mehr oder weniger Zombies oder nicht? Also, was soll's? Last of Us Zombies. Ich dachte, wir sind Mörder. Was sollen wir? Recording in. Ja, ach, gut. So, was nehme ich mit? Keine Ahnung. Jetzt irgendeinen neuen Turm. Raptschaminspende. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich schaue mal bei alle Achievements. Okay. Und gebe den Charakter Sky ein. Bezwingen Sie eine Karte mit Kollateralschaden. Ach, du willst das. Ja, okay, ich such mal kurz. Schnitter und Adrenalinrausch. Okay. Was genau ist Kollateralschaden? Ich nehme an, das sind alles Verstärkungen. Es geht hier immer nur um die drei Verstärkungen. Kollateralschaden bislang noch nicht gefunden. Also bei Phoenix steht übrigens normale Respawn-Zeit bei Hardcore. Also nein. Naja, gut. Hast du geschafft. Warte, wonach suche ich? Das zeigt jetzt nicht mehr vollkommen an. Kollateralschaden. Nichts. Anscheinend habe ich das noch nicht. Keine Ahnung, wo Kollateralschaden kommt. Okay. Okay, was ist da mit der anderen Aufgabe mit Sky? Habe ich die Dinger vielleicht? Hallo, Suche. Warum suchst du jetzt nicht? Taktische Gegenüberstellung. Scharfschütze und ruhige Hand. Ich glaube nicht, dass wir die alle haben. Also ich habe auch nur 2 von 3. Bei mir fehlt überlegene Reichweite. Naja, ganz im Ernst, das würde ich halt echt irgendwann machen, wenn wir. Okay, Scharfschütze haben wir. Schauen wir mal, taktische Gegenüberstellung. Die haben wir auch. Ruhige Hand. Haben wir ruhige Hand. Okay, ich glaube, ruhige Hand haben wir auch noch nicht. Na gut, ja. Dann bleibe ich bei meinem Zeug. Ich hoffe, dass die Achievements korrekt übersetzt wurden, genauso wie dann, wie in-game auch die Dinger genannt wurden. Stell dir mal das vor, wir hätten das. Das wäre separat. Ein bisschen schlecht, aber ich habe schon 2 gefunden, die übereinstimmen, also. Ja. Eine ganz doofe Frage. Was ist die Waffe, wo die Charaktere gesagt haben, dass die so cool ausschaut? Verstehen. Oder kriegen wir die da erst im nächsten Level zu sehen, wenn die jetzt aufgeladen wird? Weil hier sehe ich jetzt nichts Waffenmäßiges. 2 komische Türme auf der Map. Oh, es kommen nur Zombies. Sehr schön. Was, Zombies? Ja, es kommen nur Zombies. Was? Wir haben Menschen als Gegner? Ja, die wurden ja gerade
Warte, aber du hattest mir gesagt, die können irgendwas ganz Bestimmtes, oder? Willst du einen Spoiler? Wir müssen sie zweimal töten, das ist der Spoiler. Oh, ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich fange beim Kern an. Ah gut, du hast die Dinger, kann ich mich in Ruhe umschauen und mir das Feuerfass anschauen. Sind jetzt wieder in der Stadt oder wie? Ja, wieder oder immer noch, keine Ahnung. Wo das Viech jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen was verwüstet hat, oder? Oder warum sind ja, die Gebäude hinter uns schauen? Oder, das ist bewachsen auf jeden Fall. Ich sehe das Viech nicht mehr. Keine Ahnung, wo das bewachsen ist. Na, die haben halt gerne mehr Pflanzen als bei uns heutzutage. Keine Ahnung. Ich meine, möglich wäre es nicht. Das wäre eigentlich eine ganz schlaue Idee, die überall so Seetang an den Wachsen, an den Seiten wachsen zu lassen mit so Wasserröhrchen oder sowas. Bist du gerade irgendwie gestorben? Ja. Wo? In dem Zeug da. Oh, okay. Will ich dann jetzt mal nicht ausprobieren. Links abbiegen verboten, okay. Aber ich kann die halbe reingucken in jemand. Auf jeder Map sind irgendwie Secrets. Gibt's hier schönes. Auch wirklich jeder, okay. Haben wir schon einige übersehen. Es gibt ja nicht für jedes davon ein Achievement. Also es gibt, keine Ahnung, ich habe gerade einen Screenshot gesehen, irgendwer hat irgendwo eine Katze gefunden. Hä? Miau. Schau mal, wo die sein soll. Irgendwo out of bounds. Was, out of bounds? Wo wir gar nicht hin können? Ja, halt außerhalb der Map. Sehr weit außerhalb der Map. Da, wo es schon clipmäßig nicht mehr normal ausschaut. Ach, keine Ahnung. Oh, okay, ich wusste gar nicht, dass wir so weit rauskommen, aber gut. Wenn es da Strategien gibt, so weit rauszukommen. Ich baue das wieder ab. Ich baue das jetzt nur hin, damit wir hier nicht gleich Game Over gehen. Also, so wie ich das gelesen habe, kann man die wohl finishen, nachdem sie das erste Mal gedownt wurden, bevor sie sich wieder voll regenerieren. Das sollte also das Ziel sein. Eine große Menge von denen kämpfen sich halt gut durch, weil wenn die down sind, können sie scheinbar noch kriechen. Wo rennst du lang? Gegner? Ja, ich schau mich halt um. Okay. Wo ich überall lang kann, aber hier ist doch schon die unsichtbare Wand wieder. Ah, oh, okay. Keine Ahnung, wo es auf dieser Map hier Secrets gibt. Wäre witzig, wenn man von der einen Map in der andere Map gucken könnte. Ich meine, vielleicht muss ich auch irgendwie ein Gebäude komplett hochclimben. Aber so gut bin ich jetzt auch nicht. Okay, soll ich die Türme bauen? Ja, da hinten würde ich die dann eh wieder abreißen, aber kannst ja ruhig mal dein Geld ausgeben und später zurückholen. Ich weiß nicht, wie zäh diese 8 Dinger jetzt sein werden, ich hoffe mal gar nicht. This is gonna get him. Hau mal raus. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Art von Finisher du meintest. Ich auch nicht, ich schieß mal auf meine. Ich meine, die krabbeln dann am Boden. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal aufstehen werden, oder? Ich will's nicht abwarten. Auf jeden Fall haben sie ja dann nochmal eine neue Lebensleiste. Ja doch, der ist wieder aufgestanden mit vollem Leben. Also es macht wohl Sinn, wenn sie am Boden liegen, ihre Lebensleiste zu beenden. Oh scheiße. Hat der wieder mehr Leben? So ein Pisser. Doch auf. Aber immerhin können sie sich dann endlich aufnehmen. Die verfolgen aber mehr uns als Ja, das macht Spaß, dann können wir kiten. Oh. Kiten? Ja, so nennt man das Kiten. Ja, nie ein Raid gemacht. Gar nicht. Okay. Du willst das Labyrinth hier straight bauen? Naja, wollen. Ja. Ich wollte was bauen, wo
es zwei Killzonen gibt, um Synergien auszuprobieren. Nee, das eine Killzone, wo die Gegner zweimal dran vorbeikommen. Möglichst effektiv. Weiß nicht genau. Also eigentlich möchte ich es jetzt nicht mehr straight bauen, sondern eher hast du noch einen Block, um das hier zu schließen? Oh nee, du hast den, gesetzt. Ja. Ich würde gerne was bauen, dass wir hier oben schon eine Kill-Lane haben, wo beide durchlaufen müssen. Dann kommen sie nochmal in so ein separates kleines Labyrinth und kommen an derselben Kill-Lane nochmal vorbei. Und erst dann kommt es später hier in unser Labyrinth. Aber dafür haben wir jetzt eh noch nicht genug Basen. Insofern kommen wir mal raus. Baue ich dann wieder ab. Kommt ja fast nichts, diese Runde. Ach, nur aus der Seite? Ja. Chillig nicht. Wieso ist da so ein Sabber jetzt überall auf der Map? Ja, ist gerade auch gerade aufgefallen, dass ich auf Kostat Schaden erlitten habe. Up and Adam. Ah ja, da ist jetzt einfach Sabber im Boden. Wovon war der jetzt herkam? Ja, dieses Ding ist plötzlich ziemlich ausgetreten, da wo du vorhin verreckst. Lass dich nicht infizieren. Ich glaube nicht, dass das geht. Okay, das war richtig einfach. Das heißt aber, die Menschen in diesem Spiel sind auch reale Menschen. Oh ja, ja. Nicht irgendwelche anderen Menschen. Die Wehrpflichtigen sind normale Menschen. Leute, die nicht unbedingt... Sind wir auch normale Menschen? Ja, wir sind Kernwächter. Das sind keine normalen Menschen? Ja doch, schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Klar sind Kernwächter normale. Ganz normale Menschen, überhaupt nicht unnormal. Alles bestens hier. Scheiße, ich will mehr Basen. Ich muss nicht weiterbauen. Keine Ahnung, ich baue gerade alles ab. Moment, das gehört mir gar nicht. Ich will meinen Plan umsetzen, ich weiß noch nicht wie. Ja, ich weiß nicht, wie dein Plan ausschaut, also kann ich dir nicht helfen. Ja, zu viele Pizzas gegessen. Kriegen die auch Sabberschaden? Das ist jetzt die Frage, ob wir sie da reinleiten sollten. Was jetzt nicht so ganz. Naja, das gefällt mir jedenfalls noch nicht. Dim. Kommen wir hier noch keine großartig vielen Gegner zu. Das ist das zweite Level vom DLC, glaube ich, oder? Ach, wieso habe ich jetzt Ressourcen? No, not yet. Ja, weil ich auch welche hatte. Okay. Ich weiß ja nicht, wie du das hier bauen möchtest. Ich brauche mehr Bars. Kotzt mich an. 5 reichen dir nicht. Ja, ich glaube, das, was ich bauen will, kann ich gar nicht bauen. Außerdem sieht es in meinem Kopf jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wieder anders aus. Du bist ja geil. Verstehst deswegen.
Scheißen ja, wir mal drauf. Da bist du dich sehr uneinig, wenn das immer wieder anders aussieht. Ja. Keine Ahnung, wir verlieren hier eh nicht. Wir müssen nicht nachdenken, solange wir nicht bei 5 Kraftwerken sind. Oh, Zombies mit Regeneration, das wird ja dann spaßig. Regenerieren sich ja sowieso. Keep calm and shoot loose, okay. Ach, wieder. Also Kraft abzubauen, Regeneration standardgemäß ein. I'm all set. Sollte aufhören, die Sniper zu benutzen. Oh, ups. Ich bin tatsächlich im Sabber verreckt. Naja, das geht. Hast du das nicht für möglich gehalten, oder was? Ey, ich bin einfach nur doof. Gehen wir schon Game Over? Sehen die so aus, als kriegen die Schaden im Sabber? Wieso sollten die denn Schaden? Sehr witzig. Also der senkt halt aber, den, ja, anscheinend kriegt das ja auch. Echt? Ja, oder es liegt an meiner Verbrennung, weil ich krieg hier noch die ganze Zeit kleine Zahlen angezeigt. Kann der mehr als einmal aufstehen? Der musste doch schon mal gedownt gewesen sein. Oh, da fehlt noch einer. Okay. Das setzt noch mehr aus. Sobald er gedownt ist, ist die Lebensleiste wieder voll. Oh. Gefällt das alles überhaupt nicht. Ja. So schaut das aus. Ja. Mir gefällt generell nicht, was ich hier gebaut habe, aber. Machen wir einfach mal weiter hier. Ich weiß nicht, was du gebaut hast, da bist du dann aber selber schuld. Ja, das stimmt wohl. Weitermachen? Ja, mach einfach irgendwo irgendwas. Ah, das war das so. Oh, ein Krieger fällt mir jetzt nicht. Oh, Jumper! Die habe ich ja gar nicht mal gedacht. Habe ich gar nicht bemerkt, dass die da. Das heißt, wir haben ein Problem. Ja, haben wir. Die Welle gefällt mir nicht. Hier kommt kein Jumper.
Benutz mal deine Basis, um das ein bisschen doppelt zu machen. Für wo später. Denn? Ja, überall. Da sind drei gute Slots. Also das da? Ja, weil wir da jetzt eh keine Power mehr setzen. Ja, das Ding ist, die kam da ja nicht mal. Die kam ja von der Tür und ist dann hier so rüber gesprungen. Dann müssen wir das hier also umbauen. Ja, genau. Dann noch hier und dann schön die Türme das schützen. Let's get started. Schwämme, Rhinos, Hoppies. Ich bin am überlegen, wo ich den baue. Okay. Vielleicht lassen wir sie hier auch einfach überhüpfen. Falls sie überhaupt von der Seite kommen, machen lieber das hier dicker. Ansonsten erweitern wir es später. Was machst du? Dann machen wir das später doppelt für dich. Der Rest ist eh Turm. Also ja. Was kommt denn jetzt? Also Morinos. Ah ja. Dass hier Rhinos kommen, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Warum denn? Keine Ahnung. Warum müssen dann einfach alle Gegner hier kommen? Weil das halt so ist. Da kommen schon mal keine Springer. Die kommen alle von der anderen Seite. Sie können nichts überspringen, ja. Außer die erste unnötige Wand. Naja, halb so wild also. Solange sie nicht zu früh abkürzen, ist es mir wurscht. Und wir haben noch einen Tower Space. Da wollen wir uns also noch was überlegen.
Good to go. Ah, du standest auf dem. Ja. Wo genau wollen die hin? Ah, interessant. So, das ist denen also lieber. Naja, es ist wahrscheinlich kürzer. Vielleicht sind die echt so programmiert, dass sie Tower erweitern wollen. Nicht erschreckt. Aber eine Kurve müssen sie ja jetzt nicht laufen, also dumm waren sie dann nicht. Ja. Ja, wir werden gleich überrannt. Okay. Der Eingangsbereich ist halt schon so voll. Ready. Wir haben jetzt wieder zwei Tower Slots frei. Und aber jetzt kümmern wir uns mal ums Upgraden. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Hast du kein Geld mehr? Was? Weil du schon bereit bist. Ja. Okay. Ich hab nicht geguckt, was kommt. Mein Fehler. Die Jumper mit uns, ja. Come on, come on!
Erdbebentürme eigentlich alle treffen? Alles außer die Schwebenden. Aber hier können sie alles treffen, ja. Tolle Idee. Ja, denke ich irgendwie auch. Okay, die Jumper sind bald zu weit. Die dürfen wir hier nicht. Achso, sind die noch nicht verrückt? Doch, ich jetzt schon. Ich habe sie nur hier in der Kurve gesehen. Also ich habe eigentlich nicht so viel Leben, also hätte ich gar nicht erwartet, dass die da durchkommen. Die Gatling mal ein bisschen woanders hin verlegt. Zeitlimit. 8 Schwebende, okay, da ist Erdbeben für den Arsch. Aber ansonsten geht's. Und ich stelle die Gatling ein auf meiste Gesundheit, dann kümmert die sich nämlich zu primär um Schwemme. Achso, die sind schwebend, ja, aber die fliegen ja glücklicherweise nicht über alles rüber. Ja. Was möchte ich denn jetzt noch bauen? Den paar Sekunden willst du noch was bauen. Ja, da hinten könnte man es dann noch doppelt verstärken. Oh shit, hier ist ja. Hier ist, ja, okay, nee, es passt. Aber hier hinten können wir es dann auch noch verdoppeln. Ja, so viel Platz zum oben drauflaufen ist aber auch generell sehr schön. Drei Turmslots. Kümmern wir uns mal um die Turmslots. Was am meisten Sinn macht. Kann ich dir nicht sagen, was am meisten Sinn ergibt. I'm all set. Kann ich dir auch nicht. Ich gebe nur mein Geld aus. Ein Upgrade reicht's bei mir noch. Yay. Ganz da hinten dieses vereinsamte Geschütz. Weißt du, was du tun kannst? Was denn? Verleg dieses Geschütz mal eins nach hier. Welches? Sonst,
Das hier. Warum muss ich das machen? Weil ich das Geschütz nicht habe, außer ich baue was anderes, was. Ja. Achso, du hast das. Und hier macht's mehr Sinn, weil die Jumper dann eins weiterlaufen müssen, bis sie springen kann. Ready. So, ansonsten, ich habe null Plattform. Okay, pop. Das kommt, ich habe schon wieder vergessen zu schreiben. Jumper, ja, das war ja zu erwarten. You're finished. Ja, die kommt hier unmöglich durch. Hoffe ich mal. Ah, die scheiß Kampfläufer. Ich will beide Gatlings overchargen, damit die da durchballern können. Also das ist ein bisschen sehr ätzend gerade. Wieder und wieder aufstehen. Ja, genau. Kann durchaus sein. Muss ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jemanden aufstehen habe sehen und dann wieder hingefallen ist. Also. Ja. Ja, vielleicht ist ja, also, weniger Gesamtbild, das könnte vielleicht sein. Ansonsten würde das bedeuten, sie können wirklich unendlich. Es hat eigentlich gar keinen Sinn mehr, hier hinten doppelt zu bauen. Da kommen sie sowieso durch. Wie sieht's mit dieser Gatling aus? Die ist ja ziemlich. Ja. Good to go. Ist das der Boss? Wie? Was? Oh ja, tatsächlich, der Schwebeboss. Okay, das ist doof. Für Erdbebentürme. Wir könnten den einen Erdbebenturm ersetzen durch Elektro. Oder auch alle. Das ist eh die letzte Welle. Ja. Ja, da kommen auch noch Schwebende. Macht Sinn. Wir ersetzen alle Erdbebentürme. Mein Gott, danach. Ja, die können hier ja nur Krieger angreifen, das nervt mich. Die das so stört. Hast du gar kein Geld mehr übrig? Nein, ich habe alles ausgegeben. Okay, passt. Es kommen gar keine Springer mehr. Das ist ja schön. Das sollte mich vielleicht bewegen, sonst.
Jetzt der Queen. Problem ist, dass die Zombies auch gleich durch sind. Ernsthaft? Hat er unsere Tür mal rein? Warum bist du denn auch schon hier? Wir haben hier immerhin noch einen geschützt, der uns hilft, auch wenn Stufe 1 ist. Oh, okay, sterben will ich nicht, aber... Guck mal, die stehen wieder alle. Unsere Türen haben nicht genug Schaden gemacht, dass sie sie umgebracht haben. Ja. Ich glaube, deine Elektroturm-Idee war nicht ganz so schlau, weil ich glaube, deswegen leben die noch. Aua. Shit. 2818. 7. Die stehen wieder auf. 6. Die schaffen die nicht solo. WTF? Natürlich schaffen wir die solo. Okay, noch einer tot. Oh, okay, der Turm hat ja noch. Der Kern hat ja doch noch ganz schön viel Leben. Ey, ich hab mir gerade echt Sorgen gemacht. Ey, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Oh yeah! Ach, Zombies, oh, ich habe jetzt dieses die provisorische Kanone bekommen. Und eine Kreissäge. Ich habe, glaube ich, gerade einen richtig guten Perk für meinen Charakter freigeschaltet. Block, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.